Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Horizon Zero Dawn. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in der Brutstätte Ro stehen geblieben. R-H-O, Ro, keine Ahnung, ob es richtig ist. Und ja, wir gucken uns hier natürlich noch ein bisschen weiter um heute und hoffentlich schaffen wir es sogar, sie heute abzuschließen. Das wäre zumindest so das Hauptziel für heute. Da sind wir jetzt einfach mal bester Dinge, dass das auch was wird. Optisch finde ich sie ja wirklich richtig geil. Mich erstmal in diesem Raum noch ein bisschen umgucken. Erstmal hier hochklettern, gucken, was hier noch ist. Weil wenn es hier nicht mehr weitergeht, könnte es schon fast sein, das hält sich, dass hier das Finale dieser Brutstätte schon ist. Die Maschinen sammeln Lohe in der Wildnis und lassen sie hier fließen. Wie Blut zu einem Herzen. Die Brutstätte läuft also durch das Leben selbst. Okay. Und nein, das ist noch lange nicht das Ende anscheinend. Es geht hier noch weiter. Dann will ich aber erstmal gucken, was da unten ist, wo wir was überbrücken können. Wahrscheinlich nur ein optionaler Weg oder doch der richtige Weg. Wir werden sehen. Vielleicht geht es hier auch einfach nur zu einem Item. Nee, das hier ist... Das sieht sehr seltsam aus. Sinnvollste ist wahrscheinlich, wenn wir erst einmal die ganzen Maschinen hier ausschalten. Solange es nur in Anführungsstrichen Wächter und diese Langbeine sind. Sollte das eigentlich auch machbar sein? Sagt er jetzt noch? Der ist echt sauer. Oh shit. Erwischt.
Ey, was ist denn das Vieh da? Was ist denn das für ein Vieh da hinten halt? Danke, dass du mal drauf gehst. Ja, wie gesagt, sagt er jetzt noch, ne? War's das jetzt oder läuft hier noch irgendwo was rum? Ah, da unten ist nur ein Langbein. Das brauche ich. Ich sollte wirklich mal anfangen, taktischer zu spielen. Weil dieses ganze Stealth-Gedöns ist halt nicht immer so mein Spielstil, ne? Wo ist der Langbein? Schöner Treffer anscheinend. Okay, aber jetzt sollten wir wirklich alles hier gekillt haben, glaube ich mal. Scheint zumindest so der Fall zu sein. Dann kommen wir jetzt ans Ziel. Wunderbar. Ah, jetzt komme ich da unten entlang. Hätte mich auch irgendwie gewundert. Wenn das Ganze so schnell schon vorbei gewesen wäre. In den Bauch dieser riesigen Bestie. Bist du dir da so sicher, Aloy? Ah, nee. Da springen wir mal noch nicht rüber. Etwas Vorrat. Ja, Heilung kann bei meinem Spielstil wohl wirklich nicht schaden. Aber ich meine, jeder hat einen eigenen Spielstil. Die einen lieben Stealth, die anderen gehen wohl mehr auf Rambo.
wie es bei mir halt meistens der Fall ist. Ich meine, ich versuche ja schon ein bisschen mehr mit Stealth zu machen, dass ich mich schon ein bisschen versuche dran zu schleichen und alles. Wo sind die hier überhaupt hin? Ich muss da irgendwie... an eins dieser Dinger da dran kommen oder nicht? Komme ich hier noch irgendwie hoch? Oder komme ich hier irgendwo weiter? Ich habe keine Ahnung. Da schon mal nicht. Da sterbe ich nur. Komme ich da wenigstens wieder hoch? Achso, warte mal, ich kann hier runter. Oder auch nicht. Das ist nur zur Sicherheit, dass man hier... Wo muss ich lang? Ich glaube nicht, dass ich hier runter muss, oder? Muss doch definitiv hier da hinten dieses blaue Licht gehen. Oder zumindest in diese Richtung. Alter, ist das noch so weit? Übersehe ich hier gerade irgendwas? Bin ich so blind? Ja, bin ich. Kann ja hier lang. Mann. Ich könnte hier mal diesen Weg hier das nehmen. Das brauche ich später noch. Da muss ich hin. Ja. Da ist unser Ziel. Fancy Lichter, die hier angehen, wenn wir hier verlang laufen. Kann ich hier einfach runterspringen, ohne mir das Genick zu brechen? Ich glaube, ich muss jetzt sogar einfach runterspringen. Na gut, ist nur Wasser. Dann kein Problem. Das war erfrischend. Ja, das wüsste man. Konntest mal baden gehen. Wann war es das letzte Mal baden? Das ist ein Schnappmaul oder wie auch immer die heißen, ne? Genau. Am Feuerschwächen. Das heißt, unser Feuerpfeil könnte nicht schaden, benutzt zu werden, ne? Solange diese Barriere hier ist, kann der uns nicht
nichts machen, ne? Was? Das war unfair. Oh. Dann wollte man sich schon Verbündeten mal besorgen und dann sowas. Okay, aber ich würde jetzt mal behaupten, dieser Schnappmaul ist nicht so schlimm wie der Feuerbrüllrücken von damals. Aber wir gucken uns das erste Mal noch hier um. Sammeln alles ein und dann kämpfen wir gegen ihn. Ist ja auch nur einer, das geht also noch ganz gut. Kann ich hier irgendwie hoch? Glaub nicht. Nee. Okay, haben wir jetzt alles? Ich glaube ja. Hallo. Verdammt. Ja, das, was ich schon gesehen habe, war mir klar, aber er kann halt nichts machen, ne? Die Barriere hält ihn halt leider auf. Jetzt holen wir ihn da raus. Hurra! Freut ihr euch auch schon? Das wird ein echtes Problem werden. Oh. Da ist ja noch einer. Nicht in ihn rennen. Aua. Ich will erst einen von ihnen loswerden. Deshalb hupuste ich erstmal einen immer. Hey.
Wie schön er explodiert. Aber ja, ich weiß nicht, es sah jetzt vielleicht ein bisschen härter aus, als es eigentlich war. Es wäre auf jeden Fall von Vorteil gewesen, wenn ich einen dieser Wächter noch als Verbündeten gehabt hätte. Was ja eigentlich auch mein Plan war. Aber na gut. Dann halt nicht. Achso, stimmt. Mit seiner Kanone hätte ich auch noch kämpfen können. Weil da bist du halt so, ja, weniger mobil. Das wäre halt das Problem. Und wenn man da zwei von diesen Viechern da als Gegner hat. Sehr schön. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Genau, und das war auch mein Ziel. Weshalb ich hier hingekommen bin. Verwüster, Trampler, Schnappmaul, Panzerwanderer und Langbein. Okay. Sehr schön. Und jetzt kann ich hier auch überbrücken, dass wir hier weiterkommen. Wunderbar. Fangen wir endlich an. Will gelernt sein, ne? Aber okay. War doch alles easy. War doch gar kein Problem. Ich glaube, ich kann hier bald mal meine Rüstung erneuern, ne? Also meine Modifikationen davon. Gut, dann hätten wir das jetzt auch mal. Ich benutze zwar diese Überbrückung viel zu selten, ich weiß, aber naja. Was man hat, hat man, ne? Von daher. Gut, ich speichere nochmal kurz und dann müssen wir uns mal kurz überlegen, welche Quest wir jetzt als nächstes angehen. Machen wir das mit Olin? Oder machen wir das mit Erend? Ich glaube, wir lassen das mal mit Erend. Wir können uns eigentlich auch direkt dahin porten. Ja, ich glaube, jetzt können wir auch... Hier unten war noch irgendwo da. Zu dieser Brutstätte gehen.
Oh, warte mal. Die können wir auch noch abgeben. Dann machen wir das jetzt noch ganz kurz und dann war es, glaube ich, auch schon für heute. Würde ich mal sagen. Dann hätten wir, ja, zumindest was Optionales erledigt. Aber wieso auch nicht? Jäger, Wühler, bringt uns euer Metall. Wühler? Ich habe hier eine Langbeinlinse. Jägerin, du hast mir nicht nur Metall gebracht, sondern auch Freude. Ich wünschte, ich könnte dir mehr bezahlen. Würdest du gute Teile statt Tand kaufen, könntest du es dir leisten. Denk doch mal über die Börse hinaus. Sie sind nützlich, das Auge sieht es und das Herz fühlt es. Was ist mit deinem Magen, der knurrt, hä? Du hast noch genug zuzusetzen. Dich als Kind mal ein Langbein verfolgt? Was? Nein. Ein Trauma würde wenigstens erklären, warum du vor perfekten Teilen zurückschreckst. Der Einzige, der zurückschreckt, bist du. Vor gesundem Menschenverstand. Ich bin von adligem Blut. Alltägliches lehnen wir ab. Die hören nicht auf. Hat dich als Kind mal ein Langbein verfolgt? Gut, wir gehen mal weiter. Was? Nein. Gucken uns mal die Kiste, wow. Hat sich ja mal voll gelohnt. Hat sich ja mal voll gelohnt. Na gut, aber wir haben zumindest eine Quest weniger. Ist ja auch was. Gut, Leute, das war es erst einmal mit Horizon Zero Dawn für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann nach Scheuerfels anscheinend reisen. Mal sehen, wann und ob wir dort ankommen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.